Keine andere Partei profitiert so sehr von der Unzufriedenheit mit Kanzler Scholz und seiner Ampel wie die AfD. Die Partei befindet sich bundesweit auf einem Umfragehoch und überlegt nun sogar, wen sie als Kanzlerkandidaten aufstellen soll. Dass der AfD jede Koalitionsoption fehlt und die momentane Stärke nur wenig auf eigenen Konzepten basiert, blendet die Parteispitze dabei gerne aus. Welche politischen Alternativen hat die AfD wirklich zu bieten? Das wollen wir jetzt klären. Herzlich willkommen zum ARD-Sommerinterview mit der Bundessprecherin der AfD, Alice Weidel. Hallo, Frau Weidel. Hallo, Herr Deiß. Sie wissen, zu jedem ARD-Sommerinterview gibt es Fotos am Anfang und an einem Bild kommt man diese Woche wirklich nicht vorbei. Es ist das Foto der Woche, der Bundeskanzler mit Piratenklappe. Was haben Sie gedacht, als Sie das Montag zum ersten Mal gesehen haben? Ich habe gedacht, dass ich dem Bundeskanzler zuallererst eine sehr gute Besserung wünsche und eine schnelle Genesung. Das sieht wirklich nicht gut aus. Er muss sehr gestürzt sein und ich hoffe, dass er schnell genesen wird, nicht wahr? Das zweite Bild zeigt Sie im April in Erfurt gemeinsam Arm in Arm mit dem Thüringer Landesvorsitzenden der AfD, Björn Höcke. Der Rechtsextremist liebäugelt immer mal wieder damit, die alleinige Parteispitze zu übernehmen. Sie wollen Kanzlerkandidatin werden. Ist das eine Rollenverteilung, die Sie sich vorstellen könnten? Also das Foto hier ist entstanden bei einer ganz tollen Veranstaltung. Tausende von Menschen in Erfurt. Das ist der Vorwahlkampf von Thüringen gewesen, zusammen mit Björn Höcke als Spitzenkandidat. Und ich freue mich auf die Landtagswahlen in Ostdeutschland nächstes Jahr. Jetzt sind ja erstmal in Bayern und Hessen die Landtagswahlen zu bestreiten. Und jetzt nochmal die Frage zur Kanzlerkandidatur. Da ist es natürlich so, dass viele bei uns auch qualifiziert sind, auch Kanzler zu werden. Aber letztendlich entscheiden wir das intern innerhalb der Partei. Erstmal über den Wahlmodus und dann natürlich auch, ob wir das überhaupt machen. Klären wir später auch genauer. Höcke Parteichef, Weidel Kandidatin, eine Aufstellung, die für Sie denkbar wäre? Ganz kurz. Also das ist alles offen bei uns. Die Wahlen, ja, die Bundesvorstandswahlen, die sind ja erst Mitte nächsten Jahres und dann wählt der Parteitag. Frau Weidel, das letzte Foto kommt auch aus diesem Jahr. Im Mai, am Tag der deutschen Kapitulation, sehen wir den Co-Vorsitzenden der AfD, Tino Chrupalla, zu Gast in der russischen Botschaft. Sie waren nicht da. Warum eigentlich nicht? Naja gut, also es ist alles Symbolik. Dem Tino Chrupalla ist es sehr gelegen gewesen, an diesem Empfang teilzunehmen. Ich habe natürlich für mich entschieden, das ist eine persönliche Entscheidung gewesen, aus politischen Gründen, daran nicht teilzunehmen. Also hier die Niederlage des eigenen Landes zu befeiern mit einer ehemaligen Besatzungsmacht. Das ist etwas, wo ich für mich persönlich entschieden habe, auch mit der Fluchtgeschichte meines Vaters, daran nicht teilzunehmen. Sie haben jetzt nicht den Grund genannt, dass man in diesen Zeiten vielleicht gar nicht mit dem russischen Regime angesichts des Krieges auch feiert oder sich sehen lässt. Das ist für Sie kein Grund, da nicht hinzugehen. Ich glaube, dass der Ansatz nicht richtig ist. Ich glaube, dass wir unbedingt den Dialog mit Russland aufnehmen müssen, weil ein langfristiger Friede in Europa geht nur, wenn Russland in die europäische Sicherheitsarchitektur eingebaut wird. Und da würde ich mir deutlich mehr Initiative wünschen, auch von unserer deutschen Bundesregierung, die im Übrigen per Grundgesetz dazu auch verpflichtet ist, den Frieden zu wahren und auch zu kommunizieren. Das ist Grundgesetzlage. Ist angekommen, das Signal, genauso aber auch wie Ihre Distanzierung von Tino Chrupalla bezüglich dieses Besuchs. Frau Weidel, wir haben wirklich viel zu besprechen in diesen bewegten Zeiten, wollen jetzt in die Details gehen. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Wir sind nicht mehr so klein. Robert Sesselmann, der erste AfD-Landrat. Wir sind dafür angetreten als AfD, dieses Land zu retten vor diesen Idioten, die unser Land in Grund und Boden richten. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann.
Die allermeisten Bürgerinnen und Bürger wissen, dass die selbsternannte Alternative in Wahrheit ein Abbruchkommando ist. Das beste Heizungsgesetz ist kein Heizungsgesetz. Die AfD kann sich noch mal um einen Punkt verbessern, kommt auf 22%. Hätte ich lieber sagen sollen, guten Abend, Frau Kanzlerkandidatin der AfD. Das wird noch entschieden, wer überhaupt antritt. Frau Weidel, die Ampel hat ohne jede Frage kein gutes Jahr hinter sich bis jetzt. Diese Woche bei der Generaldebatte zum Haushalt hat der Bundeskanzler im Bundestag nun ein Angebot gemacht an die Opposition, an die Länder, an die Ministerpräsidenten, hat gesagt, wir brauchen einen Deutschlandpakt, und den hat er auch angeboten, um Blockaden zu durchschlagen, Bürokratie abzubauen, zum Beispiel gemeinsam voranzukommen. An Sie direkt ging das Angebot nicht, weil Sie auch nicht in der Landesregierung vertreten sind. Aber haben Sie in dieser Rede etwas gehört, Vorschläge, Ideen, die Sie mittragen würden, um dieses Land jetzt voranzubringen? Ich habe bei dem Ausdruck Deutschlandpakt vom Bundeskanzler zuerst gedacht, dass das ein Armutszeugnis ist, so etwas auszusprechen. Denn es zeigt, dass die Koalition zutiefst zerstritten ist und dass der Kanzler seinen Laden nicht mehr im Griff hat, dass er sich Mehrheiten bei der Opposition suchen muss. Und das sehe ich sehr kritisch in der Lage, in der sich unser Land befindet. Wir haben hohe Energiepreise, wir haben eine viel zu hohe Steuerlast. Die Bürger sind wirklich zu stark belastet. Genau. Und wir leiden, die Bürger, die Menschen in diesem Land leiden. Und da hätte ich mir deutlich konkretere Signale auch vom Bundeskanzler gewünscht. Er hat gesagt, beschleunigte Planungsverfahren zum Beispiel, Bürokratieabbau. Das ist ja was, was Sie auch im 10-Punkte-Plan zum Beispiel von der AfD haben. Also ist das was, wo Sie sagen, da würden wir den Deutschlandpakt eingehen, da würden wir mitmachen? Der Bundeskanzler war zuvor in der Großen Koalition. Jetzt ist Halbzeit. Hätte er tatsächlich den Willen, Bürokratie abzubauen, und er tut ja das Gegenteil, das sehen wir ja überall, Stichwort Heizungsgesetz, das jetzt den Bürgern vorgeschrieben werden soll, was sie sich für Heizungen in den Keller pflanzen, also Gasheizung für die Privatleute raus, während 50, weiß gar nicht, ob das bekannt ist, aber 50 neue Gaskraftwerke geplant sind, um die strombetriebenen Wärmepumpen zu betreiben. Also das ist etwas, wo die Bürger voll über den Tisch gezogen werden. Und die Wahrheit muss man den Menschen einfach sagen. Ja, Frau Weidels, Heizungsgesetz ist Freitag verabschiedet worden. Sie wissen, man kann Gasheizung erstmal bis 2028 drin lassen. Danach müssen sie 65% mit erneuerbaren Energie betrieben werden. Man hat jetzt Wahlmöglichkeiten. Das sage ich nicht zur Verteidigung, sondern einfach noch mal, um die Fakten klarzustellen, die da beschlossen sind. Frau Weidel, da ist, aber sie haben die dann Rede als des Deutschlandpaktes, die war am Mittwoch. Zwei Tage vorher haben Sie eine viel beachtete Rede in Bayern, im Gillermoos, gehalten. Und schon da haben Sie sehr deutlich gemacht, einen Pakt mit dieser Ampelregierung, Deutschlandpakt, können Sie sich, obwohl das Wort da noch nicht gefallen war, so gar nicht vorstellen. Hören wir mal rein. Wir werden von Wahnsinnigen regiert und von Idioten, liebe Freunde. Frau Weidel, ich frage ganz konkret nach. Ist der Bundeskanzler für Sie also ein Wahnsinniger oder ein Idiot? Das ist eine Wahlkampfrede. Wenn Sie sich die anderen Wahlkampfreden anderer Parteien und Parteienchefs anhören, dann bedient sich Wahlkampf der Zuspitzung. Aber letztendlich stehe ich natürlich zu dieser Aussage, dass diese Regierung hier idiotisch handelt. Und das sagen Ihnen auch die Menschen. Sie haben nicht gesagt, dass sie idiotisch handelt, sondern Sie haben gesagt, diese Bundesregierung, wir werden regiert von Wahnsinnigen oder Idioten. Deswegen nochmal die Frage, was ist der Bundeskanzler für Ihnen von beiden? Wenn Sie mich einfach ausreden lassen würden, wenn Sie mir eine Frage stellen, dann bitte vollständig, ansonsten kann ich gar nicht darauf antworten. Also aber noch antworten, einmal. Sie bitte, aber ja. Antworten Sie bitte auch drauf. Über 70% der Menschen sind gegen diese Ampelregierung. Und es wäre wichtig,
dass dieser Kanzler, der die Mehrheiten verloren hat, im deutschen Volk, in der Bevölkerung, den Weg freimacht für Neuwahlen. Denn diese Ampelregierung macht Politik gegen die Mehrheit der Menschen, die zurück zur Kernkraft will, die gegen das Verbrennermotorverbot ist. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist alles von oben diktiert. Und jetzt noch mal zu dem GEG. Sie haben, wenn Sie sich das, Sie wollten auf die Frage antworten, wenn Sie sich die Heizung 2028, ich muss was richtigstellen, rausreißen und dann irgendwie mit solchen idiotischen Gesetzesvorhaben da weitermachen wollen. Sie haben doch gar keine Planungssicherheit mehr und Sie belassen den Bürger mit Investitionskosten, die vor allem zu einem führen, zum Wertverfall des Immobilienbesitzes. Also Sie machen die Altersvorsorge vieler Menschen kaputt und auch die der Mieter. Das wird doch alles auf die Mieter umgelegt, die steigenden Kosten. Und das halte ich für eine idiotische Politik. Sie gehen jetzt weg vom einer konkreten Bezeichnung als Person, als Idiot, sondern sagen idiotische Vorhaben. Nochmal bleibend bei Ihrer Wortwahl und dieser Rede in Gillermoos, weil die ist ja wirklich viel beachtet worden. Und Sie ziehen so gerade auch über die deutschen Bühnen, das muss man dazu sagen. Ich möchte da nochmal einen zweiten Ton einspielen. Sollen wir uns das alles gefallen lassen? Oder? Sollen wir uns das gefallen lassen? Oder sollen wir allmählich auf die Barrikaden gehen gegen diese Politik? Ganz konkret nachgefragt, Frau Weide, was haben Sie damit gemeint, auf die Barrikaden gehen? Sich zu beschweren und seinen Unmut an der Wahlurne kundzutun. Denn wir können gar nicht mehr weitermachen mit dieser unverantwortlichen Politik, die überhaupt nicht nachhaltig ist. Und vor allen Dingen lassen Sie mich eins sagen, ich habe den Eindruck, dass diese Politik gegen die eigene Bevölkerung geführt wird. Jeder, der morgens zur Arbeit fährt, eine Familie gründet, seine Steuern zahlt, wird doch von dieser Regierung komplett über den Tisch gezogen. Und auch die vielen Rentner. Es kann doch nicht sein, dass Menschen, die jahrzehntelang in die Rentenkasse eingezahlt haben, heutzutage Flaschen sammeln gehen. 25% der Rentner sind in der Grundsicherung mit weniger als 1.000 Euro. Das ist etwas, was für mich unverantwortlich ist. Und damit werden wir, sobald die AfD in Regierungsverantwortung ist, werden wir mit diesem Kurs Schluss machen. Die wirtschaftlichen Daten, die sind gerade alles andere als vielversprechend. Und da braucht es gute Ideen. Da sagt das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft heute, hat eine neue Studie veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Umfrage unter Unternehmensverbändern, die sagt, die AfD ist für die überhaupt keine hoffnungsvolle Alternative, obwohl es zurzeit so schlecht geht. 48% der Befragten sagen, dass die Betriebe in AfD-Hochburgen Probleme haben, dringend benötigte Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Und zwischen 60% und 80% sagen, das Erstarken der AfD ist insgesamt ein Risiko für die deutsche Wirtschaft. Da ist nichts von Wirtschaftskompetenz bei der AfD. Wir haben sehr viel Wirtschaftskompetenz, weil wir vor allen Dingen für eines stehen. Vor allen Dingen auch die Menschen, Arbeitnehmer und Unternehmer zu entlasten. Und es ist ganz interessant, wenn Sie sich beispielsweise die Forderungen von Industrieverbänden anschauen oder auch von Wirtschaftsverbänden, dann sind das genau die Forderungen, die wir auch abbilden, programmatisch als auch in unserem Sofortprogramm sollten wir in Regierungsverantwortung sein. Wir sind bekannt für eine extrem wirtschaftsfreundliche Politik und das Rahmenprogramm ist doch ganz klar, wir müssen zurück zur Kernkraft. Das kommt bei der Wirtschaft nicht an, Frau Weide. Ich will da noch mal reingehen, weil Fachkräftemangel, das ist ein Riesenproblem in Deutschland für die Unternehmen. Und da hat Tino Chrupalla diesen Sommer jetzt gesagt, zur Lösung, die Deutschen sollen künftig mehr Kinder bekommen und so den Fachkräftemangel eindämmen. Das klingt für viele Unternehmen für wie hohn, weil die brauchen jetzt dringend Fachkräfte. Und auch da nochmal haben sie in der Wirtschaftskompetenz wenig zu bieten, laut den Unternehmen. Ich kann Ihnen sagen, was die Ursachen sind für diesen Fachkräftemangel. Nein, wie lösen wir den Fachkräftemangel? Nein, wir aber wollen hier wichtig, um Lösungen diskutieren. Herr Deiß. Da war ja das, was ich von Tino Chrupalla angesprochen habe. Deswegen, was sagen Sie dazu? Mehr Nachwuchs, das bringt uns nur jetzt nichts. Wenn ich antworten soll, dann bitte vollständig. Also
Wäre nur gut, wenn Sie auf die Fragen antworten. Fachkräftemangel. Ja, das tue ich ja. Fachkräftemangel. Die Ursachen liegen tiefer. Den Fachkräftemangel, den haben wir nicht schon erst jetzt, sondern den haben wir schon seit Jahren. Die Ursachen sind vielfältig. Erstens haben Sie jetzt kurzfristig mit dem Bürgergeld und jetzt auch noch mit dieser eklatanten, absurden Erhöhung des Bürgergeldes um 12% dieses Jahr, also über die Inflationsrate hinaus, als auch nächstes Jahr, haben Sie ein Konkurrenzangebot für Nichtarbeitende geschaffen, die aufgrund des fehlenden Lohnabstandsgebots in die schon allein in diesen niedrigeren Einkommenskategorien ausfallen, weil sie sagen, das Arbeiten lohnt sich nicht, weil der Staat ja jetzt alles bezahlt, neben dem Bürgergeld, die Krankenkasse, die Pflegeversicherung, die Heiz- und Mietkosten, das wird ja alles mit übernommen. Arbeiten lohnt sich dort nicht mehr. Dann haben wir ein Ausbildungsproblem. Moment, wir haben ein Ausbildungsproblem. Der Standard, der Ausbildungsstandard an deutschen Schulen und Universitäten ist so abgestürzt, dass wir überhaupt gar nicht mehr konkurrenzfähig sind, neben den ganzen erhöhten Energiepreisen. Wir verlieren die qualifizierten Menschen und das seit fast 2 Jahrzehnten haben wir eine Nettoabwanderung von qualifizierten Leuten. Das ist doch das Problem aufgrund dieser absurden Politik. Sie bitten darum, dass ich Sie nicht unterbreche, aber Sie antworten nicht auf die Fragen. Doch. Sie haben wieder nur Probleme beschrieben. Das machen Sie auf den Wahlkampfständen auch. Ich hatte Sie nach Lösungen zum Fachkräftemangel gefragt. Das haben Sie nicht gemacht. Und Frau Weide, wir machen weiter. Ein funktionierendes Europa, das wissen Sie, wenn Sie mit Betrieben reden. Und das tun Sie, haben Sie gerade gesagt. Funktionierendes Europa ist mit einem starken Binnenmarkt für die deutsche Wirtschaft von lebenswichtiger Bedeutung. Hat vor wenigen Wochen eine viel beachtete Europaversammlung der AfD gegeben. Da haben sie sich auf den Europawahlkampf eingestellt. Und Björn Höcke hat da gesagt, diese EU muss sterben. Das ist der Satz von der Europaversammlung, der hängen geblieben ist. Was sagen Sie zu diesem Satz? Die Menschen in diesem Land, und das bestätigt auch die Demoskopie, wollen diese EU nicht mehr haben. Es ist ein Konstrukt, was völlig aus der Zeit gefallen ist. Es wird von oben herunter diktiert, Stichwort Verbrennermotorverbot 2018, was nachhaltig und vor allen Dingen nur die deutsche Automobilindustrie schädigt, weil wir jetzt ja nicht mehr konkurrenzfähig sind. Die Menschen wollen diese EU nicht. Und Sie? Ich möchte diese EU auch nicht und ich werde Ihnen sagen, was ich gerne möchte. Ich möchte eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft haben. Ich möchte die EU und Europa auf den Feldern fördern, wo sie auch Sinn macht. Das ist natürlich im gemeinsamen Binnenmarkt. Das wäre dargestellt durch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, aber auch durch eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik und einer gemeinsamen Grenzsicherung in allen Bereichen, die ich zuletzt genannt habe, haben wir ein Versagen der Europäischen Union und das nicht erst seit 10, 20, sondern auch seit 30 Jahren schon. Schengen ist gescheitert und wir sehen uns einer Migrationswelle immer noch konfrontiert, aber keine Lösung in Sicht. Da fragen sich viele Menschen, was hat das eigentlich alles für einen Sinn? Das ist ja eine sehr deutliche Wortwahl. Europa muss sterben. Sie sagen, wir werden von Idioten und Wahnsinnigen regiert. Das ist insgesamt eine Tonlage, Frau Weidel, auch als Signal nach innen, die dort ankommt. Wir wollen mal hören, wie auf dieser Versammlung über Europa und die aktuelle politische Lage gesprochen worden ist. Hören Sie mal. Deutschland ist kein freies Land. Aus Brüssel kommt das Gift. Dort werden von den Globalisten still und heimlich Vorgaben gemacht. Ich bin aus deren Sicht dafür gut genug, die Wolkenkuckucksheime, den Import von Messerstechern und die ganzen Gestalten mit skurriler sexueller Identität zu finanzieren. Mein Name ist Arnold. Das A steht für Abschieben. Was wir brauchen, das sind Pushbacks, egal was der Europäische Gerichtshof dazu sagt. Ein Deutschland, in dem unsere Kinder richtige Bildung genießen, statt dem Regenbogenterror ausgesetzt zu sein. Schützen wir das Beste, was wir haben, unsere Kinder, unseren Nachwuchs, schützen wir vor Perversitäten, vor Abartigkeiten, vor staatlich geduldeten Kinderfickern. Ich fasse nochmal zusammen, Frau Weidel. Gültigkeit der EU-Gerichte wird der offenen Fragen gestellt, rechtsextreme Verschwörungstheorien verbreitet, Migranten in der Gesamtheit verunglimpft, sexuelle Minderheiten beschimpft. Ist das jetzt alles egal, denn da widerspricht keiner auf solchen Versammlungen? Offen radikal das neue Motto? Nein, das würde ich nicht sagen. Also grundsätzlich gilt die Meinungsfreiheit. Wir sind eben eine demokratische Partei, wo das Gut der Meinungsfreiheit und der freien Meinungsäußerung geschützt und gepflegt wird.
Die Menschen können letztendlich sagen, was sie denken. Wenn das ihr Gedankengut ist, dann können sie das klar artikulieren. Sollte da etwas aus der Reihe fallen, dann ist das natürlich auch so, wie bei anderen Parteien auch, dass man sich das intern angucken, in entsprechenden Gremien auch mit diskutiert und abhandelt. Und wenn ich vielleicht auch ein Ding da rausgreifen darf, das hier mit der Regenbogenflagge, das ist natürlich schon so, was den Leuten auch extrem auf den Wecker geht, dass unter dem Motto der Regenbogenflagge hier jetzt so eine Trans-Pop-Kultur einer Minderheit gefördert wird und die Menschen sich einfach nur noch fragen, wie schützen wir eigentlich unsere eigenen Kinder in den Schulen und Kitas davor, dass so etwas vermittelt wird. Ich halte das auch für völlig falsch. Weil die Schule der Ort ist, wo Wissen vermittelt werden sollte und nicht für irgendwie so einen Gender-Quark, der mir auch gehörig auf den Wecker geht. Und vor allen Dingen... Frau Weide, Sie sagen, wenn es da was außer der Reihe fällt, was nicht geht, dann ahnten Sie das auch. Wären ja zum Beispiel dann Parteiordnungsmaßnahmen. Da gibt es eine ganz deutliche, die Sie 2017 initiieren wollten, nämlich Björn Höcke wegen... rechtsextremistischer Tendenzen und Nähe zum Nationalsozialismus aus der Partei auszuschließen. Da hat es einen Bundesvorstandsbeschluss zu gegeben. Sie haben da auch dafür gestimmt. Wollen wir mal kurz reinhören? Die Entscheidung wurde getroffen. Und wenn man Entscheidungen trifft, dann muss man sie auch schnellstmöglich exekutieren. Das ist meine Sicht. Je schneller, desto besser. In der Folge hat dann das AfD-Schiedsgericht den Ausschluss abgelehnt. Und mittlerweile ist da keine Rede mehr von. Sie fordern ihn auch nicht mehr, sagen auch, Björn Höcke ist kein Rechtsextremist, aber er macht genauso weiter. Vor 2 Jahren zum Beispiel hat Höcke eine Wahlkampfrede in Meseburg gehalten mit den Worten "Alles für Deutschland", dem Wahlspruch der SA in der Zeit des Nationalsozialismus. Das zeigt, er hat sich seit 2017 nicht verändert, aber Sie haben sich verändert. Sie wollen den Parteiausschluss nicht mehr. Warum haben Sie sich verändert? Also zunächst einmal zu den Anwürfen. Also es ist auch nicht meine Aufgabe, alles zu verteidigen aus meiner Partei. Das mache ich eben intern. Und wir reden auch sehr viel. Das ist meine Aufgabe, sowohl als Fraktionsvorsitzende als auch als Parteivorsitzende. Ist es so, dass Sie gerade ein Zitat gebracht haben, alles für Deutschland, das wird dem jetzt hier vorgeworfen. Ich glaube, das war mal ein Werbespruch der Deutschen Telekom. Und der Bundeskanzler, Und dann haben Sie beispielsweise mit dem Begriff des Deutschlandpaktes von Olaf Scholz einen Begriff der NPD genommen. Da müsste ja auch mal gefragt werden, also warum er jetzt da plötzlich in diesen ganzen Wortfloskeln der NPD rumkramt. Also ich finde so etwas mittlerweile, das hat sich abgenutzt. Und ich finde das auch insgesamt wird es der Sache nicht gerecht, weil es die Menschen überhaupt nicht interessiert, die reale Probleme haben. Aber was die Leute schon interessiert ist, ob Rechtsextremisten in ihrer Partei führende Ämter und auch Positionen vertreten. Das tut Herr Höcke und Sie stehen da mittlerweile dahinter und wollen ihn nicht mehr aus der Partei ausschließen. Frau Weide, mit der Idee eines AfD-Kanzlerkandidaten haben Sie viele überrascht in Deutschland, auch in der eigenen Partei. Und Ihr Ehrenvorsitzender Alexander Gauland, der sagt im Moment dazu, eine Kanzlerkandidatur ist nicht realistisch, alleine schon, weil ihn ja im Moment, das muss man so sagen, jeglicher Koalitionspartner fehlt, damit auch eine Machtperspektive aufs Kanzleramt. Trotzdem an Sie die Frage, Sie selber haben gesagt, Sie hätten Interesse, haben aber gesagt, andere auch. Würden Sie am Ende da auch sich einer Kampfkandidatur um die Kanzlerkandidatur stellen? Das ist natürlich etwas, was bei uns noch völlig offen ist. Ob ja, aber Sie müssen es jetzt klären. Wir klären das im nächsten Jahr. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist eine Frage, die wir uns stellen. Am Halbjahresende sozusagen, Ende Juni, haben wir den Parteitag, wo das entschieden wird. Es ist natürlich völlig klar, in dem Moment, wo sich das auch manifestiert, dass die AfD zweitstärkste Kraft ist, wir liegen ja auch in den Umfragen jetzt schon seit Monaten strukturell vor der Kanzlerpartei und vor allen anderen Parteien, nur noch 5%, 6% hinter der CDU, da müssen wir natürlich auch einen Führungsanspruch stellen und das tun wir auch. Wir haben ja auch in Ostdeutschland gesehen oder wir sehen, dass wir dort stärkste Kraft sind, mit Abstand. Und da wird sich vor allen Dingen die CDU fragen müssen, wie nachhaltig ihre Brandmauer ist, nicht wahr? Millionen von Wählern aus dem demokratischen Konsens auszuschließen. Ich sitze aber jetzt mit der AfD-Vorsitzenden da. Und da möchte ich noch mal fragen, Sie möchten ja... Von
als Kanzlerkandidatin antreten. Wir haben einmal im ganzen Land, das machen wir immer bei diesen Sommerinterviews, mal rumgefragt in Überlingen. Das ist Ihre Heimat in Deutschland. Sie wohnen eigentlich in der Schweiz, aber sind in Überlingen auch gemeldet. Das ist auch nicht korrekt. Ist nicht korrekt? Das ist nicht korrekt. Sie sind in Überlingen gemeldet? Ich wohne im Bodenseekreis. Und in der Schweiz. Und das ist interessant, dass Sie wieder irgendetwas aus meinem Privatleben herauskramen. Das interessiert auch niemanden mehr. Ich habe es 100-mal erklärt. Ja. Ich habe eine schweizerische Lebensgefährtin. Mit der bin ich schon seit 20 Jahren zusammen. Und wohnen dort? Qua Definition habe ich natürlich auch einen Wohnsitz in der Schweiz. Und ich würde mir wünschen, wenn ich das noch zu Ende führen darf, wenn auch die Medien und andere einen deutlich entspannteren Umgang, wir sind ja alle so kosmopolitisch, mit internationalen Ehen und Beziehungen eingehen würde. Ich bin ganz entspannt, habe hier nur Fakten zusammengetragen und wir waren in Überlingen, das war der Punkt, wo ich gerade stehen geblieben war, unterwegs und in Brandenburg, da wird ja nächstes Jahr gewählt, AfD könnte stärkste Partei werden, um mal zu hören, was die Leute denn von der Kanzlerkandidatin Alice Weidel, was die dazu sagen würden. Okay. Alice Weidel kann sich vorstellen, Kanzlerin zu werden. Wie fänden Sie das denn? Na, wenn es geht, warum nicht? Also das wäre nicht schlecht. Endlich mal was anderes Blut da oder jüngeres Blut. Daran glaube ich nicht. Absolut nicht. So weit kommt es nicht. Wäre vielleicht mal was politisch wäre, was Neues, denke ich mal. Oh, das wäre entsetzlich. Ja nicht. Auf keinen Fall. Es gibt bessere Alternativen als Frau Weidel, denke ich. Ja. Ich bin 60, dann gehe ich von Deutschland weg. Die AfD ist momentan im Umfragehoch. Warum ist denn das so? Na, ist ja logisch, wenn man sich das heutzutage alles anguckt. Was denn zum Beispiel? Na, die Flüchtlinge und alles. Weil die anderen Parteien es auf der Reihe kriegen. Weil sie in Lücken eingreift, die ihr geboten worden sind. Ängstliche Menschen neigen halt gerne zu nicht den klügsten Entscheidungen, denke ich. Und deswegen denke ich, ist das ein leider relativ idiotensicheres System, wie man sich in der Gesellschaft eben hocharbeiten kann. Frau Weidel, ob es am Ende die Kanzlerkandidatur gibt, das haben Sie schon gesagt, hängt natürlich auch davon ab, wie dann die Umfragen sind im kommenden Jahr. Da sieht es jetzt so aus, als ob Sarah Wagenknecht möglicherweise, richtig verkündet hat sie es noch nicht, aber es ist wahrscheinlich eine eigene Partei, gründen wird. Und 48% der AfD-Wählerinnen und Wähler können sich vorstellen, eine von Sarah Wagenknecht geführte Partei zu wählen. Ist Sarah Wagenknecht damit momentan die größte Gefahr für ihre Partei? Also Sarah Wagenknecht ist, oder eine Wagenknecht-Partei ist in erster Linie für die linke Partei eine Gefahr, die ja jetzt schon an der 5%-Hürde kratzt. Aber nochmal zurück zu den Umfragewerten. Das ist natürlich momentan alles Theorie und eine Momentaufnahme und bildet auch nur das Potenzial ab. Frau Wagenknecht wird sich mit der Situation konfrontiert sehen, dass es für so eine Partei nicht nur Häuptlinge braucht, sondern auch Indianer, also auch Basisarbeit. Und ein griffiges Programm. Und das ist momentan noch nicht erkennbar. So sehr ich Frau Wagenknecht auch persönlich schätze, auch in ihrer, sag ich jetzt mal, Positionierung in der Corona-Maßnahmenpolitik und auch im Ukraine-Krieg, muss man sich darüber natürlich auch im Klaren sein, und das werden sich dann eben auch die Wähler, dass jede Spaltung des regierungskritischen Lagers die AfD von der Regierungsbeteiligung abhalten soll. Und sobald es jedem klar geworden ist, dass Frau Wagenknecht, und ich wünsche ihr trotzdem viel Glück und Erfolg dabei, mit ihrer Partei das Lager spaltet, und damit eigentlich eine willige Erfüllungsgehilfin ist für die Ampel als auch für die CDU, da glaube ich, hat sie ganz andere Umfragewerte. Ist angekommen, waren viele wichtige Themen, aber auch Sie, Frau Weidel, kommen über die Schnellfragerunde im Sommerinterview nicht herum. Machen wir am Ende noch. Ganz kurze Antworten sind nur noch erlaubt. Ist Kreuzberg Deutschland? Ja. Wie viele Schnitzel essen Sie pro Woche? Nicht so viele. Würden Sie beim Hausbau eine Wärmepumpe einbauen? Nein, auf keinen Fall. Ist der Mindestlohn zu hoch? Könnte in der Lage höher sein. Deutschland hat gestern 4-1 gegen Japan verloren. Wie hoch verliert die Mannschaft Dienstag gegen Frankreich? Das kann ich nicht sagen. Ich wünsche ihr auf jeden Fall viel Glück. Ein Punkt, den der Bundeskanzler richtig gemacht hat?
keinen. Sollte die Ukraine den Krieg gewinnen, ja oder nein? Niemand wird den Krieg gewinnen, alle werden die Verlierer sein. Letzte Frage, hätte Söder Aiwanger entlassen sollen? Nein. Frau Weide, herzlichen Dank für Ihre Antworten hier im ARD-Sommerinterview. Ihnen vielen Dank fürs Interesse. Wir sind am Ende. Und obwohl der Sommer noch wacker durchhält, war es das mit unseren politischen Sommerinterviews insgesamt. Kommende Woche begrüßt Sie Tina Hassel an dieser Stelle wieder mit dem Bericht aus Berlin aus unserem Studio. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit dem Weltspiegel. Ich sage danke für Ihr Interesse und bis bald.